Hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst. Ich habe vor über 2 Monaten das Cubot X20 Pro vorgestellt. Das ist das Gerät, was hier auf dem Tisch liegt, weil es einfach Sinn macht. Obwohl, das nächste Mal lege ich zur Verwirrung was ganz anderes auf den Tisch, einen gebissenen Döner beispielsweise. Aber ich bin spät dran, auf jeden Fall. Ich habe echt viel zu lange gedauert. Es ist so viel dazwischen gekommen, da war ja auch noch Weihnachten. Und deshalb als, naja, sagen wir mal optische Entschuldigung, bekommen die Katzen jetzt Unterstützung. Das ist auch eine Katze, vermute ich mal. Die ist, also, oder? Was meint ihr? Ich meine, die ist gelb. Sieht irgendwie aus wie ganz wilde Mischung zwischen Küken und Katze. Aber egal, niedlich auf jeden Fall. Und damit, denke ich mal, dürften alle wieder die beruhigt sein, die auf das Cubot X20 Pro Review gewartet hatten. Schön. Dann jetzt das Intro und dann geht es los. Schön. Es handelt sich um ein Importgerät, soweit ich es nicht anders irgendwo noch finde. Inzwischen könnte es durchaus auch bei Amazon verfügbar sein. Meins ist von Gearbest, kostet 140 €, ist dann aber auch versandkostenfrei und auch zollfrei. Verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir halten den Preis im Hinterkopf. 140 € ist ja hier bei Cubot & Co. bereits Mittelklassepreis. Und daher auch entsprechende Daten. 6,3 Zoll misst das Display im Format 19,5:9. Das ist schön langgezogen. Full HD Plus IPS 2340x1080 Pixel. Im Inneren werkelt der MediaTek Helio P60. Der kommt mit einem Octa-Core-CPU daher mit maximal 2 GHz sowie der Mali G72 MP3 Grafikeinheit. Wir haben 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Das ist nicht nur vernünftig, nein, der Festspeicher lässt sich auch noch per MicroSD-Karte erweitern. Habe ich getestet. 128 GB von SanDisk waren kein Problem. Die Hauptkamera ist eine Sony IMX 486 mit 12 Megapixel. Dazu kommt noch ein Tiefensensor. Auch von Sony ist ein IMX 350. Dazu kommt noch eine Weitwinkelkamera. Die Frontkamera, die löst dann hier mit 13 Megapixel auf. Wir haben LTE mit den Bändern, die ich euch hingeschrieben habe. Band 20 auf jeden Fall dabei. Dazu kommen noch GPS, Bluetooth 4.2 sowie Wi-Fi A, B, G und N. Der Akku misst 4000 mAh und wird über USB-C mit maximal 10 Watt gefast charged. Als Betriebssystem natürlich wieder Stock Android, hier in der Version 9. Maße habe ich euch auch noch hingeschrieben. Und wir wiegen das gute Stück erstmal. Und mal schauen, was der Neuankömmling auf die Waage bringt. Hier 10,54 Gramm. Katze dürfte da ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Den müsste ich auf Diät setzen. Telefon, das wiegen wir hier ohne Display-Schutzfolie. Ah ja, wir haben hier noch eine Benachrichtigungs-LED. Die ist ganz, ganz, ganz dezent und so in der Hörmuschel mit drin. Auch ganz eigenartiges Design, aber es wird aus Platzmangel nicht anders. Wow, 234 Gramm. So ganz schöner Knochen. Ist mir so gar nicht aufgefallen. Bist du wirklich so schwer, Telefon? Ja, das Telefon müssten wir abspecken. Also 234 Gramm. Muss ich sagen, merkt man in der Hand jetzt aber nicht so crazy. Wir haben hier eine Gerätestärke von 8,6 mm. Kameramodul hier so ein bisschen im iPhone-Design links oben, viereckig. Das sind drei hier. Das ist nämlich der LED-Flash. Könnte man verwechseln, dass es auch noch eine Kamera ist. Dem ist aber nicht so. Die Rückseite ist hier aus Glas. 2,5D. Da sieht man vielleicht so ein bisschen in der Spiegelung. Ist also zum Rand hin geschwungen. Ansonsten nur Cubot. Das Kameramodul schaut leicht aus dem Gehäuse raus, ist aber nicht so dramatisch. Sehr schöner Rahmen, die vordere Seite natürlich im Allscreen-Design gehalten, hier mit Tropfnotch. Das Display sieht schon ziemlich nice aus, aber dazu kommen wir gleich. Ja, nein, rutschig. Ich bin es gewöhnt, hier mit der Silikonschutzhülle, die im Übrigen im IFA-Umfang enthalten ist, umzugehen. Wo ist das? Ich muss mich irgendwie jetzt noch ein bisschen, müssen wir uns darauf einigen, was, oder ist das vielleicht ein Hase? Sind Hasen gelb? Ich weiß es nicht. Chillen jetzt hart mit der Katze. Schön. Was haben wir auf der rechten Seite noch? Lautstärke, Wippe, Power und Taster. Gut verarbeitet soweit. Hier in Rahmenfarbe gehalten. Auf der oberen Seite haben wir gar nichts. Auf der unteren Seite USB-C, ein Lautsprecher, ein einzelner Mikrofon und ein SIM-Schlitten. Der fehlt noch? Ja, der ist hier auf der linken Seite. Auf jeden Fall gut verarbeitet. Obwohl es ein bisschen schwerer ist, liegt es aber eigentlich ganz vernünftig in der Hand. Schön abgerundet. Passt auch irgendwie mit zu den 2,5D-Glas, also hier dominieren so ein bisschen runde Formen. Tropfennotch, weiß nicht, ob ich die schon erwähnt hatte, aber es gibt eine Tropfennotch. Ja, ja, ja. Und ich hatte es schon gesagt, das Display ist auf jeden Fall ziemlich nice. Hier mit Full HD Plus, vernünftige Auflösung, Display-Technologie IPS, sorgt hier für eine vernünftige Blickwinkelstabilität, wenn ich das jetzt mal so zeigen darf. Passt auf jeden Fall.
Ja, reine Auswertung des Datenblatts. 140 Euro, habe ich ja gesagt, das ist ja schon ein bisschen teurer, als was ich in letzter Zeit so vorgestellt hatte. Hier mit die GR5 Pro, das Duji, dann mein aktuelles LiGO S11, das war also die 90 Euro. Dafür bekommt man hier aber auch mehr. Das merkt man. Der P60, ja, der, auch der Speicherausbau ist hier ein bisschen großzügiger. 464 ist ja normalerweise hier der Standard. Das Display allerdings, ja, das bekommen wir dann auch durchaus schon für... Display Timeout. Das bekommen wir auch durchaus schon für 90 Euro, aber unabhängig davon hat das EQBot ziemlich gut umgesetzt. Das Display ist schön farbenfroh, erinnert schon so ein bisschen an AMOLED, aber ist es nicht. Es ist ein IPS-Panel, was hier natürlich dann schon so ein bisschen zu Lasten des Akkus geht. Aber dazu kommen wir ja noch, der ist ja recht großzügig. Jetzt beenden wir noch schnell den Schwenk und dann geht's weiter. Okay, und ich denke, es reicht. Zumal auch die maximale Displayhelligkeit hier mit 500 Lux auf jeden Fall überzeugen kann. Und damit überzeugt das Display auch allgemein, weil es ist hochauflösend, es ist blickwinkelstabil, farbenfroh. Und ihr seht, hier ist noch ein vierter Finger. Es ist auch hell genug, dass man mit dem Gerät hier auch im Freien arbeiten kann. Kommen wir zum System. Wir hatten gesagt, das ist Android 9. Und ich hatte auch bereits erwähnt, dass es sich hier um Stock handelt. Deshalb wurde hier von Qbot eigentlich überhaupt gar nichts gemacht. Es ist seit Android 9, so wie es daherkommt. Pures Android hat den Vorteil, habt ihr schon gesehen, erstmal ist der App-Drawer noch da. Das ist immer eine schöne und feine und sehr nützliche Angelegenheit. Und wir haben hier auch keine Bloatware. Hier sind die Android-Apps drauf, hier sind die Google-Apps drauf. Der Rest ist von mir, aber hier ist nicht irgendwelcher Mist von Qbot installiert worden. Eine Systemaktualisierung habe ich leider nicht bekommen. Gibt es auch aktuell nicht. Weiß nicht, ob das noch kommt. Daher hier Android 9 mit den Sicherheitsupdates noch vom 5. August 2019. Android 10 wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Weitere Sicherheitsupdates weiß ich nicht. Muss man mal beobachten. Ich denke mal, Bugfixing wird schon drin sein. Wäre nicht unbedingt notwendig, weil das lief hier soweit alles stabil. Das heißt, es ist nichts abgestürzt, meine Apps waren alle installierbar, keine Kompatibilitätsprobleme, ist auch nicht eingefroren oder irgend so ein Quatsch. Play Protect Zertifizierung, die liegt vor, das Gerät ist zertifiziert. DRM-Info. Ich weiß, was kommt. Ja, wir haben verdammte Axt. Ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Ja, White Wine CDM Level 3. Und ich weiß gar nicht genau warum. Einfach nur, weil ich Spaß an der Freude hatte, habe ich das System auch mal gescannt. Bei Qbot gibt es normalerweise da keine Probleme, aber ich habe es trotzdem gemacht. Kaspersky hat hier nichts gefunden, findet das System also hier als sauber. Und Dr. Web hat 208.000 Objekte gescannt, null Bedrohungen erkannt. Also das System ist soweit clean. Die Benchmarks auch schnell abgefrühstückt. Da kann ich euch ja mal Vergleichswerte vom 855er Snapdragon einblenden, die ich mit den Meizu 16S gemacht habe. Das sind nur ganz grobe Richtwerte, da die auch von Gerät zu Gerät variieren können. 173.755 Punkte hier im AnTuTu in der Version 8. Das ist in den Preisbereichen wirklich vernünftiger Wert. Aber wir schauen uns hier auch noch Geekbench an. Habe ich hier noch Geekbench 4? Genau. 1461 im Single-Core sowie 5718 im Multicore. Dann Geekbench 5, 287 im Single-Core, 1404 im Multicore. Das ist der Work 2.0 Performance-Test, bringt 7780 Punkte. Das ist so die Arbeitsleistung der auch Work 2.0 und ich muss sagen, das ist ein richtig vernünftiger Wert, aber interessant ja auch die 3D-Leistung. Hier also gemessen mit 3D-Mark, da bekommen wir im iStorm Unlimited 19.190. iStorm Extreme, ja, Maximalwert, 440 Euro, gar nicht mehr so schlecht. Und Slingshot 1333, Slingshot Extreme, habe ich vergessen, nein, habe ich nicht. OpenGL 1850, Vulkan 1838. Hier noch die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers, auch das ist soweit ganz vernünftig hier gemessen mit AndroBench. Und zu guter Letzt, hier der Work 2.0 Battery Life Test, da läuft der Work 2.0 Performance Test von PC Marken Endlosschleife, bis der Akku runter ist. Der Rest wird hochgerechnet, wir kommen hier auf 10 Stunden und 4 Minuten mal 50% maximale Helligkeit und 50% maximale Lautstärke. 10 Stunden und 4 Minuten, das ist ein guter Durchschnittswert, das heißt man kann mit dem Gerät am Stück 10 Stunden arbeiten, bin ich zufrieden. Vor allem bin ich hier mit den GPS-Tests zufrieden. Die Genauigkeit 1, der Fix kommt ungefähr 10 Sekunden, nicht unbedingt der schnellste, aber okay. 25 in Sicht, 13 in Nutzung, ist auch wunderbar. Null Bewegung stimmte in dem Moment und auch für die Momente, die danach kamen, weil ich mich nicht bewegt habe. Also GPS auf jeden Fall auch ein echt guter Wert. Was machen wir als nächstes? Kamera, wir machen die Kamera als nächstes. Wir fangen an mit Außenaufnahmen unter Tageslicht. Also ganz normal, erstmal Standard, so mit der Automatik. Und da blende ich euch jetzt hintereinander weg einfach ein paar Bilder ein. Und da könnt ihr die euch an euren Displays anschauen. Ich habe es auf jeden Fall mir schon am Computer angeschaut, bei 30 Zoll, 28, was ich habe. Und muss sagen, Schärfe ist vernünftig, die Farbwiedergabe auch. Wirkt alles so ein bisschen warm dafür, dass es, also von der Farbtemperatur her, dass es halt Außenaufnahmen sind. Das ist jetzt eigentlich nicht wirklich meckern. Farbwiedergabe wird aber dadurch manchmal so ein bisschen verfälscht.
Mit der Helligkeit bin ich ganz zufrieden. Da kommen wir aber dazu noch, was die Lowlight-Performance angeht. Mit der Schärfe bin ich auf jeden Fall zufrieden. Der Dynamikumfang, wie immer, da leidet so ein bisschen. Klar, ich habe auch mal in die Sonne fotografiert, kam die Kamera aber erstaunlich gut mit klar. Aber bei starken Hell-Dunkel-Unterschieden, da merkt man es dann doch schon sehr deutlich, dass es dann zu Farbverfälschungen kommt, vor allem aber zu Überblendungen. Insgesamt, ich bewerte ja das Smartphone bzw. die Kamera immer anhand des Anschaffungspreises. Bin ich aber mit der Kamera bei Taglichtsituation zufrieden. Hier meine Nahaufnahme, auch mit Tiefen und Schärfe, hat gut funktioniert. Und dann haben wir einen schönen Verlauf der Schärfe nach hinten. Also je tiefer das Ganze geht, umso unschärfer wird's. Das war aber auch so gewollt. Der Autofokus hat das gut umgesetzt. Ich bin mit dem Autofokus soweit auch zufrieden. Das heißt, der arbeitet zuverlässig. Schön. Nachtaufnahmen blende ich euch jetzt auch mal so ein bisschen was ein. Und auch hier muss ich sagen, dafür, dass es teilweise wirklich sehr dunkel war, da in dem Preisbereich hat man auch schon durchaus zum Beispiel Probleme mit dem Autofokus. Der kam mir aber echt gut klar. Also manche Geräte, die schaffen es dann nicht, das Ganze scharf zu stellen. Und ihr seht, ich habe die Bilder wirklich nachts gemacht. Lowlight Performance an sich ganz gut. Was hier noch an Schärfe übrig bleibt, das ist okay. Rauschen ist hier erstaunlich gut. Also das meine ich, es rauscht nicht wunderbar, sondern es rauscht erstaunlich wenig. Damit bin ich auch ganz zufrieden. Auch die Farbwiedergabe ist hier bei Nachtaufnahmen noch ganz gut. Kommen wir mal noch zu den anderen Kameras. Jetzt blende ich euch ein Weitwinkelbild ein. Das habe ich jetzt hier von meinem Tisch gemacht. Im Zentrum seht ihr jetzt hier den Luxmeter. Der sieht soweit auch ganz gut aus. Allerdings zum Rand hin. Erstmal haben wir bereits einen gewissen Verzerrungseffekt, aber das Schlimmere finde ich die radial verteilte Schärfe. Das heißt, nach außen hin wird es unscharf. Das Zentrum ist scharf. Dann jetzt mit dem gleichen Abstand mit der Hauptkamera fotografiert. Ich weiß nicht, warum der Weißabgleich hier so vermurkst wurde. Und jetzt noch im zweifachen Zoom. Zweifach Zoom ist in dem Falle, ich habe die Kameras gleich mal alle im Kopf, aber müsste jetzt digital sein. Sieht aber trotzdem noch ganz vernünftig aus, muss ich sagen. Schön. Also sagt uns aber, es ist eine echte Weitwinkelkamera verbaut. Porträtfunktion mit der Hauptkamera. Auch dafür soll ja hier ein weiterer Sensor eingesetzt werden. Zeige ich euch jetzt gerade. Also es scheint auch hier eine extra Kamera dafür durchaus verbaut zu sein. Allerdings ist der Effekt, der Porträteffekt hier echt minimal, muss ich sagen. Das heißt, ich habe es schon verglichen mit einem Foto, wo ich den Porträt-Modus weggelassen habe. Er scheint recht zuverlässig zu arbeiten, aber wie erwähnt, der Effekt ist jetzt eigentlich nicht so der Knaller. Jetzt ein normales Foto ohne irgendein Porträt, sondern einfach nur Foto umdrehen und knipsen und fertig. Und da sehen wir, ja, der Hintergrund ist jetzt auf einer Schärfeebene mit ja, mir, aber naja, sieht jetzt nicht unbedingt wesentlich schlechter aus, als wenn man Porträtmodus benutzt. Die Frontkamera blende ich euch jetzt ein. Auch mit Porträtmodus. Hier wiederum ist der Porträteffekt, also der Unschärfeneffekt, wesentlich stärker. Ist allerdings eine reine Softwarelösung. Merkt man auch, wenn man so ein bisschen die Kanten abfährt. Ja, oh, da wurden schon mal so ein paar Haare mit weggeschnitten oder Teile von meinem Pullover mit ausgeschärft. Ob man das jetzt trotzdem verwenden möchte oder nicht, das sei jetzt mal selbst dahingestellt. Die Qualität der Frontkamera finde ich hier auch in Ordnung. Allerdings etwas zu kalt eingestellt von der Farbtemperatur her. Da hätte ich mir das doch ein bisschen gewünscht. Frontkamera ist meistens für Selfies. Will ich doch dann, dass das Ganze hier ein bisschen von der Farbtemperatur ein bisschen wärmer ist. Hier jetzt nochmal ein Bild ohne Porträtmodus. Hier ist alles auf einer scharfen Ebene. Wow. Jetzt blende ich euch noch ein Video ein. Videoqualität. Finde ich, ist nicht so der Knaller. Kann man vielleicht mal so, wenn man Bock hat, ja, für. Also, wenn man sich am Display vom Telefon selbst anschaut, dann geht schon klar. Aber auf größeren Displays sich angeschaut, ist es zu unscharf. Zusammenfassend, trotzdem noch ausgewertet, muss ich sagen, geht die Kamera schon voll in Ordnung. Es sind keine Fake-Kameras, also auch der Porträtmodus zum Beispiel von der Hauptkamera, das merkt man richtig. Wenn man den eingeschalten hat, hört man die zweite Linse arbeiten beim Fokussieren. Mir klappert ein bisschen, keine Ahnung. Und wir hatten ja drei. Genau, Hauptkamera, Weitwinkel und eine für den Porträtmodus. Scheint hier also diesmal echt zu sein. Unabhängig davon, dass es nicht gefaked wurde, deshalb sollte man ja nicht unbedingt dankbar sein. Für 140 € und jetzt noch, wenn man die anderen Specs von dem Gerät bedenkt, finde ich die Kamera richtig gut. Schön. Ich würde sagen, wir zocken mal noch so ein bisschen. Oh, haben die etwa Solarpanels auf dem Dach? Das wäre ja wirklich sehr vorbildlich. Das ist PUBG. Die Grafikeinstellungen sind hier auf Mittel eingestellt. Und ich kann leider nicht auf den Solardach landen. Na toll. Der ist natürlich schon bewaffnet. Oh. Leute, hakt sich jetzt. Ah, jetzt hat er mich gecheckt. Jetzt, meine Chance. Ja, ich lege. Ich glaube, der lebt nach. Und der andere? Oh, der lebt auch noch. Pass auf, den boxe ich jetzt auch noch um. Oh, der lebt auch nach. Nice. So hat geklingelt und jetzt bin ich tot.
Okay, aber können wir weiter drücken? Was? Was? Spiel schon vorbei? Aber ihr habt es ja gesehen, also ich konnte mal in zwei umboxen. Schade. So rumnieten bin ich leider nicht jetzt noch kurz gekommen. Und lief eigentlich soweit ganz vernünftig. Hier auf mittleren Grafikeinstellungen. Und wir checken mal noch, wo ist denn der Fingerabdruckscanner? Der hat gar keinen Fingerabdruckscanner. Na toll. Das ist ja ungewöhnlich. Der, wieso hat der keinen Fingerabdruckscanner? Für eine kleine Rückseite hätte man den noch einen Rahmen unterbringen können. Okay. Das ist blöd. Ja, also wenn, dann müsst ihr halt Face Unlock verwenden. Funktioniert. Die Geschwindigkeit ist auch ganz wunderbar. Habt ihr ja gesehen, es geht praktisch instant, also fast schon schneller als die meisten Fingerabdruckscanner in dem Preisbereich. Aber Fingerabdruckscanner finde ich trotzdem irgendwie. Es ist gut, wenn man den noch dabei hat. Haben sie hier weggelassen, was mysteriös ist, weil wir haben hier manchmal 50, 60 Euro schon Fingerabdruckscanner am Start. Es ist endlich soweit. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe das Xiaomi Note 10 bzw. Xiaomi Note 10. Je nachdem, welcher Sprache man das jetzt gerne wieder geben möchte, habe ich heute für euch. Und zwar in kurz. So, ihr habt die Lautsprecher gehört. Ja, macht mich jetzt nicht gerade fertig, die maximale Lautstärke. Das dürfte im Freien mit Nebengeräuschen auf jeden Fall schon Probleme geben. Die Qualität selber ist auch eher okay. Fehlt ein bisschen an Volumen, könnte ein bisschen bassiger sein. Dafür sind aber die Zischlaute auch bei maximaler Lautstärke noch okay. Ja, was die Videoqualität angeht, hier können wir uns Videos in 1080p reinziehen. Wie ihr seht, haben wir links und rechts. Warum ist denn hier auf 480 angegeben? So ein Mist brauchen wir nicht. Da wir ein anderes Displayformat haben, 19,5 zu 9, hatten wir ja, glaube ich, gesagt. Mit dem demzufolge einen fetten Displayrahmen. Der Lautsprecher im Übrigen, der reicht für Indoor schon aus. Nur halt im Freien. Da kriegt man dann schon mal Probleme, wie gesagt, mit Hintergrundgeräuschen. Wenn man sich auch zum Beispiel auf den Locus-Videos reinzieht, ist das natürlich dann vollkommen in Ordnung. Was jetzt auch so das Bild angeht, das ist auch ganz fantastisch. Wie gesagt, auf 1080p könnt ihr euch da Videos reinziehen. Und ich denke mal, damit haben wir jetzt alles. Im Alltag kann ich nur sagen, das auch noch so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Läuft vernünftig. Also die Leistung hier für Android 9, das ist auf jeden Fall richtig gut. Da geht es dann eigentlich dann eher um Gaming oder 8K-Video-Konvertierung. Ich mache nur Spaß. Also hier für den durchschnittlichen Hausgebrauch. Kurz gesagt, surfen, telefonieren, im Internet surfen, auf der Couch surfen. Also alles, was mit Surfen zu tun hat, das geht hier gut von der Hand. Telefonieren, Daten, Akkulaufzeit, das war auch alles vollkommen okay. Also für mich als Daily war das Gerät einfach mal uneingeschränkt einsetzbar, was hier natürlich auch an der hohen Kompatibilität liegt, was ja auch unproblematisch ist. Wir haben Etiband 20, also auf Deutsch einstellbar. Die Google-Apps sind alle schon vorinstalliert, das ist auch kein Drama. Ja, lief auch soweit alles stabil und solide. Da kann ich nur sagen, als Daily steht hier eigentlich nichts im Weg. Mit eigentlich meine ich, ihm steht nichts im Weg. Im Fazit kann ich sagen, 440 Euro ist natürlich wie immer alles ein bisschen mit Stärken und Schwächen verbunden. Hier zum Beispiel kein Wi-Fi AC, kein 5 GHz, hatte mich so ein bisschen verwundert, ist aber nun mal so. Stärken hier definitiv starker Speicherausbau mit 628, dann wirklich sehr gutes Display, was auch schön hell wird und natürlich der P60, der hier ungefähr auf Leistung des Snapdragon 665 ist, der unter anderem auch hier im Redmi Note 8, Redmi Note 8T und Xiaomi Mi A3 verbaut wurde. Daher ist aus meiner Sicht hier das QBOT X20 auch durchaus eine Alternative zu Redmi. Ansonsten kommt auf moschus.de, sobald ich die Seite wieder freigeschalten habe, irgendwie habe ich da Probleme mit Hackerangriffen oder so. Was mir immer einzeln einschickt. Aber die ist dann hoffentlich bald wieder vollumfänglich online. Da muss ich jetzt mich mal mit beschäftigen, wofür ich eigentlich gar keine Zeit habe. Aber das wird schon alles werden. Bis dahin könnt ihr noch den Anblick meiner neuen Squishy Cat hier genießen. Die alten sind natürlich auch noch dabei. Und mein Gewinnspiel könnt ihr dann eventuell mitmachen, sobald halt meine Seite wieder steht. Das läuft dummerweise alles über mein Forum. Da verlose ich nämlich gerade Realme X2 und so eine Samsung Note 10 Plus Kopie. Die war ja recht gut gemacht, das muss ich zugeben. Schön, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, das ist ein Befehl. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Genießt bis dahin noch die Links unten in der Videobeschreibung, sind immer sehr hilfreich. Bis dahin, ciao.